Gestern habe ich ein Video hochgeladen, wo ich eure Fragen beantworte und da es so viele waren, habe ich heute, ja, ist heute der zweite Teil und ich starte auch schon mal direkt mit den Fragen. Ich bin seit 6 Jahren Single und wünsche mir einen neuen Mann an meiner Seite. Inzwischen habe ich eine Menge Männer kennengelernt, aber es entsteht einfach kein Gefühl bei mir. Also ich verliebe mich einfach nicht. Liegt es an mir oder war einfach noch nicht der Richtige dabei? Ich bin inzwischen ganz schön frustriert. So, liebe Kartosa, Radosa, auf Tunesisch ist das Kätzchen, Radosa. Es kann mehrere Aspekte haben. Von der einen Seite kann es sein, dass dein Herz noch zu ist. Vielleicht wurdest du davor verletzt und möchtest nicht nochmal verletzt werden. Wenn unser Herz zu ist, können wir nicht wirklich uns verlieben und unser Herz dann öffnen. Was erhoffst du dir für ein Gefühl, wenn du in der Beziehung bist? Was erhoffst du dir, was du dann fühlst? Oft ist es Freude, Geborgenheit, ja, dieses Angekommensein. Wie kannst du dieses Gefühl oder diese Gefühle jetzt schon integrieren in deinen Alltag? Guck mal nach kleinen Inselchen, die du dir aufbauen kannst, wo du Geborgenheit spürst, wo du angekommen sein spürst. Ich fühle mich zum Beispiel angekommen, wenn ich im Hier und Jetzt ankomme. Ja, also in die Meditation gehe, einfach ins Hier und Jetzt kommen, dann fühle ich mich geborgen. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine. Da ist das gesamte Universum, Gott, meine Engel, die mich umarmen und die mich lieben. Das ist bei jedem natürlich was anderes. Und dann ist aber auch nicht für jeden, müsste ich gucken, wie du bist. Es ist immer so, ne, wenn man miteinander redet, ist es immer anders. Gibt es gewisse Vorurteile? Gibt es noch, also gegen Männer, gibt es noch Wunden, die du hast, wo du verletzt wurdest? Das würde ich mir anschauen und das verarbeiten. Sonst ziehst du wieder jemanden an, der da genau so dir wehtut nach einer Zeit. Und gerade wenn du große Verurteilungen hast, auch da besteht die Möglichkeit, dass du dann jemanden anziehst, der passend zu dieser Verurteilung ist. Am Anfang ist immer alles schön. Wir ziehen immer das an, was zu unserem Energiefeld passt. Aber dann, nach ein paar Monaten, ein paar Jahren, kommen plötzlich diese Themen hoch, wo du dir denkst, Scheiße, genau das ist das, was mich nervt. Also so würde ich da vorgehen.